Die Benevolent Bank befindet sich in der Innenstadt von Washington. Heute werden Sie ein bedeutendes Ereignis vornehmen. Vorbereitung ist dabei alles. Stellen Sie Ihren Plan auf, führen Sie ihn aus. Als Geste des guten Willens werde ich einen Kran neben der Bank bereitstellen. Verwenden Sie ihn, wie Sie es für richtig halten. Und das ist alles. Die Benevolent Bank hat eine lange Geschichte. Älteste US-Bank. 1812 von den Briten geplündert. Hielt Bürgerkriegsgold. Gab die ersten Anleihen von FDR raus. Zur Hölle, ihr findet sie sogar auf der Rückseite eurer 10-Dollar-Scheine. Und ratet mal, in all dieser Zeit wurde sie nie erfolgreich ausgeraubt. Erfolgreich. Nun, heute seid ihr an der Reihe zu versuchen, das zu ändern. Ihr geht durch die Vordertür rein, durchsucht den Ort, um den besten Weg durch die Lobby zu den Tresoren dahinter zu finden. Ich habe ein paar Ideen, wie wir die ganze Beute da rausholen können. Vertraut mir. Schreibt Geschichte, Leute. Die Sicherheit hier ist streng. Wir können in der Lage sein, diesen Raub still und leise durchzuführen. Aber wenn es laut wird, keine Sorge. Ich habe immer einen Plan B. Oh ja, und das wird ein verdammt schwieriger Auftrag. Denn wir haben hier tatsächlich einen seltenen Fall von unendlichen nachspawnenden NPCs. Auf der linken und auf der rechten Seite. Die werden mich jetzt immer hier schön ins Gebiet reinlatschen. Einmal hier, hinter der Wand kommen die her. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Das heißt also, wir haben hier einen konstanten Strom an NPCs, weswegen es uns unmöglich ist, die ganze Fronthalle einfach zu erobern. Mit anderen Worten, wir müssen halt schauen, dass wir das vollständig ins Safe schaffen. Ja, entweder machen wir das vollständig in Stealth oder wir machen das in Loud. Wir werden es natürlich erstmal in Stealth versuchen, ist klar. Und man sieht oben rechts schon, es gibt 8 Guards. Davon sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, 3 vorne, 5 hinten. Aber hinten ist einer durch einen Kuchen, den ich hier platziert habe, eh schon raus. Also von daher stört uns das schon mal nicht. Und ja, Civilians, also die ganzen Zivilisten, braucht ihr gar nicht beachten, weil wie gesagt, die sind unendlich. Das ist dann eh viel zu viel. Ansonsten gibt es 2 Keycards. Eine habe ich selber da oben platziert, eine andere müssen wir hier irgendwo finden. Das ist auch das, womit wir anfangen werden. Und zwar suchen wir uns hier eine schöne Keycard irgendwo raus, die hier irgendwo bei irgendeiner Person liegt. Und ja, dann können wir auch danach anfangen. Und währenddessen kann ich ja schon mal Ihnen das Grobe erklären, weil ich gehe mich davon aus, wir werden diese Mission hier bestimmt 10, 20 Mal neu starten. Das ist nämlich eine der, ich nenne es jetzt mal Hardcore-Missionen. Und ja, könnte echt ungemütlich werden. Huch, hoppala, da hat es kurz ein bisschen gezuppelt hier. Da ist er, die Keycard. Zack, erstmal klauen und dann wieder rausgehen. Und dann kommt auch schon das schwierige Teil. Denn wir müssen jetzt hier gleich mit so ein bisschen RNG darauf hoffen, dass wir den richtigen PC bekommen. Denn wir gehen jetzt auf dem Weg durch diese Tür. Geht natürlich nicht ganz so einfach. Wir brauchen dafür die 2 Keycards, die die Laser ausschalten, damit wir da schon mal ein bisschen entspannter haben. Das ist kein Problem, denn wir haben eine Keycard hier und eine habe ich da oben gekauft. Und da müssen wir den Serverraum finden, der entweder hier sein kann, was er jetzt gerade nicht ist, Gott sei Dank. Oder er kann hier sein. Oder, hallo Madame, er kann da sein, wo jetzt der Guard steht. Wachmann. Wachmann. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, ziehen die Maske an, machen uns erstmal ein kleines Sicherheitsgebiet hier. Zack. Damit wir hier schon mal Leichen verstecken können und uns generell auch selber verstecken können. Ich habe jetzt mitgenommen Bodybags, weil wir die tatsächlich eventuell benötigen werden, weil wir haben ja sonst nur zu wenig, nur 2 Stück. Und wir haben die Jammer, die ich eigentlich nicht unbedingt benötige, aber spätestens hier schon sehr hilfreich ist. Das ist jetzt ja ganz komisch, wie kann das nur passieren? Ja, da sehen wir jetzt auch genau das, was uns schon hardcore nerven wird. Und zwar müssen wir jetzt darauf hoffen, dass wir hier relativ gut durchkommen. So. Ich weiß halt nicht, wo ich mit, der hin soll. Am besten wäre es natürlich raus. Hui. Kumpel, mach keinen Mist.
Gehen wir am besten mal ganz raus hier. Weil wir können die hier hinter verstecken und da wird die nicht gesehen. So. Außer es backt rum und der sieht die dann da durch. Das wäre natürlich ärgerlich, aber wenn es halt rumbackt, dann können wir es eh nicht verhindern. Also ignorieren wir das jetzt einfach mal. Der Typ hat übrigens auch eventuell eine Keycard, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht, weil es ja der Bugmanager ist. Okay, eine Kamera. Oh boy. Wo gucken Sie denn hin? So, ist auch kein PC. Oh. Herrschaften, wer von euch hat einen PC? Wenn sich hier keiner dazu bereit erklärt, mir einen PC zu geben, dann habe ich aber ein Problem. Bin ich ja ehrlich. Weil wir müssen jetzt hier nach einem PC suchen, der einen richtigen Code hat, aber das ist erstmal schon schwer genug. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Auf die andere Seite zur Treppe gehen? Das könnte noch funktionieren, aber auch das ist eher schwierig. Das Schwierigste hierbei ist eigentlich nicht das ganze Hacken und die ganzen Zivilisten, die gehen eigentlich alle. Im Notfall knallen wir sie halt alle ab. Das Komplizierte sind tatsächlich die paar Dutzend Guards, die man überall rumlaufen hat. Fachmann. Weil die einen natürlich logischerweise, so sind sie halt, immer genau in die Fresse reinlaufen. Ja, du kannst mich gerne sehen. Das ist mir egal, ich habe gerade ein bisschen andere Probleme. Oh. Irgendwie weiß ich nicht, woran das liegt, aber irgendwie leckt diese Mission jetzt gerade leicht. Ob das irgendwie falsche Einstellungen sind oder so, ich weiß es nicht. Ich muss das Spiel auch leider neu installieren, weil irgendwie ein Fehler dabei war, der dann gar nicht mehr ging. Das war ein wenig ungünstig. Das ist safe der Falsche. Ist immer der Falsche. So, erstmal schön durch die Wand hacken hier. Klar, Klassiker. Das ist schlecht, wenn da eine Kamera ist. Das heißt, wir können ja auch keinen töten, wenn wir im Notfall haben. Macht's ja nur entspannter, ne? Da kann auch ein Guard stehen gleich. Wir müssen echt ein bisschen hier aufpassen. Da kommt gerade auch einer runter. Wenn wir jetzt Glück haben, könnte es der sein, weil das ist nämlich schon einer der ersten schwierigen Schritte tatsächlich, diese Computer. Gut ist, dass der relativ am Anfang ist, der Schritt. Das könnte uns nochmal ein bisschen den Arsch retten. Ansonsten, ist das schon so mitunter eigentlich so die Königsklasse tatsächlich. Ja, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Ey, Karamba. Ich bin jetzt schon wieder nervös, du. Naja, ist egal. Wird schon funktionieren irgendwie. Oh, das ist nicht mal einer. Oh, ist auch keiner. Oh, ist auch keiner. Scheiße, der ist über uns. Kannst nicht machen, Mann. Oh, bitte lass da keinen Guard stehen, bitte lass da keinen Guard stehen. Oh boy. Down. Runter. Down. Down. Stay down. Down. Geh runter, Junge. Down. Ah, sie sieht's. Naja, das ist ärgerlich. Da müssen wir neu starten. Aber wie gesagt, das ist der schwerste Schritt tatsächlich von allen.
Und bis wir den geschafft haben, dann müssen wir immer neu machen. Ich weiß noch nicht, wie man das besser machen kann, außer halt da ein bisschen zu hoffen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Indiz für gibt für den richtigen PC oder so. Habe ich bis jetzt zumindest noch nie von gehört. In den gesamten 10 Jahren nicht. Also, ja, ne? Keine Ahnung. Und jetzt haben wir auch ein kleines Problem, weil die Sachen sind tatsächlich jedes Mal genau woanders. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Ist traurig, aber naja. Also das Schlimmste bei der Mission ist tatsächlich, wenn man ein bisschen zu hektisch wird und dadurch dann Fehler reinkommen. Weil Hektik ist das, was dir jedes Mal hier einen Verlust einbringt. Aber das ist gut, wenn hier keiner sitzt, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Freilauf, das ist gut. Dafür ist das hier hinten ein bisschen enger. Also wenn das jetzt einer von euren PCs ist, dann bin ich am Sack. Sag mal, wir hatten von euch den Kika-Dienst? Warum ruckelt das denn so komisch? Das ist doch jetzt nervig. Ich muss das Spiel leider neu installieren, weil, keine Ahnung, ehrlich gesagt, irgendwie war das auch ganz weird. Aber das ist doch jetzt nicht so geil. Okay. Fixes Render Lag. Okay. Ich weiß es nicht, was wir da jetzt am besten ändern können. Vielleicht den mal einen runterstellen oder so. Ist jetzt aber nur so eine kleine Hoffnung, die ich habe. Weil es ist ja nicht viel, es ist ja wirklich nur so ein minimales kleines Zappeln ab und zu. Kann natürlich auch daran liegen, dass die Karte aber nur sehr groß ist, aber es darf halt eigentlich nicht passieren. Gerade beim Stealth-Spiel, wo du halt doch schon sehr darauf angewiesen bist, dass alles flüssig läuft. Also, naja. Ah, mal sehen. Aber ich find's auch gut, weißt du, wir laufen hier bei denen in Büros rum und denken uns so, ja, ganz entspannt, danke Leute. Als wären wir Mitarbeiter einfach so und das juckt die nicht. Das interessiert die aber nicht. Hallo, willkommen in der Big Bang. Darf ich Ihnen behilflich sein? Sag mal, Margarete, weißt du noch, wo die Keycard ist? Ich hab die, glaube ich, verlegt. Hä? Ist die vielleicht bei den Büros von der Chefin und so drin? Hallo, Direktorin, haben Sie die Keycard hier ja, Tatsache. Cool. Eine Kamera. Hast du gut festgestellt, mein Freund. Ich war schon überlegen, ob ich mal Minen mitnehmen soll statt den Bodybags, weil wir damit eventuell besser klarkommen, aber immer schwierig alles. Alles immer schwierig. Wo sind denn die Guards, die Verrückten? Ey, ihr Säcke. Wo seid ihr denn? Weil wenn ich keinen einzigen sehe, ist mir das ein bisschen zu gefährlich, jetzt Maske anzuziehen. Ja, das Sakribble. Wo sind sie denn, die Herren? Ja, er wird mir jetzt eh entgegenkommen. Wetten wir? Ja, das war so klar. Es war so klar, dass er mir jetzt hier in die Fresse reinläuft. Egal. Na gut, was soll schon passieren, ne? Preparing Mask. Viel Glück. Bitteschön. Ja, ist ja komisch. Wie kann das nur passieren? Okay, die Küche ist gut besetzt, da kommen wir relativ schwer durch. Okay, ich mach mal ganz kurz die Tür hier auf, sicher. Aber ich habe keine Lust, deswegen dem da wieder zu verkacken. Das wird eh eine anstrengende Mission, für die ja die Mission noch nie gespielt haben oder die gar nicht kennen oder das Spiel auch vielleicht gar nicht kennen, kann ja sein. Also erstmal hi. Und dann auf der anderen Seite hier, ne, kann ich euch mal ganz kurz ein bisschen was dazu erklären. Das war so gefühlt, glaube ich, wenn nicht sogar war es wirklich auch der erste Heist, der so richtig groß als DLC rausgekommen ist. Also so richtig groß. Und der ist auch riesig, der Heist. Also sowohl der laute als auch der Stealth-Weg sind beide tatsächlich ziemlich beeindruckend. Und ja, du hast jetzt hier nicht nur diesen einen Vorraum hier, du hast hier richtig riesige Gegenden. Du hast die gesamte Vorderfront hier von der ganzen Bank. Hinter der Sicherheitstür, da ist nochmal noch ein größeres Gebiet dahinter. Und da haben wir dann dahinter noch verschiedenste, ich sag mal, Aufgaben und Wege und was weiß ich nicht. Wird also ein bisschen stressig.
Oh. Gut, dass der Stuhl mich schützt. Danke, Stuhl. War nett von dir. This was the wrong run. Naja. Seit wann steht denn da eigentlich eine Zahl unten bei? Oh. Hallo. Wie geht es Ihnen, die Dame? Sie können gerne woanders hingehen, weil ich habe hier ganz dringende Business-Sachen zu erledigen. Oh, stressig mit denen. Achso, zielen unterbricht das? Lo, das wusste ich gar nicht. Interessant. Okay, da kommt ein Guard hoch. Na toll, steht dann natürlich der Guard genau da. Danke dafür. Genau damit habe ich gerechnet, dass sie zurückkommt. Genau das habe ich erwartet. Du bist so vorhersehbar, Mann. Oder Frau. Oh, da hängt auch noch ein Guard auf der Treppe rum. Nice, 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 nice. Okay, der Guard ist weg. Ah, nee, da ist er. Security Guard. Security Guard. Na, kommt er hier hin oder geht er runter? Der geht runter. Easy. So. Einziger Nachteil, beide Guards sind jetzt unten. Okay, das kriege ich nicht hin. Schade. Eine Kamera. Okay. One of the staff terminals is holding a code. Find it and start hacking. Ja, Kumpel, ich sag's dir ganz ehrlich, mach keinen Stress, Bane. Das ist wirklich anstrengend jetzt hier alles. Weil die Terminals hier zu erreichen, die ganzen Computer, die sind so schwierig zu erreichen teilweise. Je nachdem, wie die Leute positioniert sind, ist das einfach die Hölle. Nur das müssen wir machen, weil sonst kommen wir durch die Tür nicht durch. Also das ist der... Das ist ein notwendiger Schritt tatsächlich. Traurigerweise. Oh, die kommt runter. Ui, das ist ein Typ. Madame, was machen Sie denn hier? Gehen Sie doch bitte in Ihr Büro arbeiten oder so. Da hat schneller Duft durch die Gegend, weißt du? Eieiei, das ist eine Arbeitsmoral. Ja, war ja klar. Vor allem ist es auch gefühlt immer der letzte oder vorletzte PC. Es ist immer so. Also ich habe die Mission noch nie gespielt und hatte instant nach ein, zwei Mal den Code gehabt. Und wenn, wurde ich instant 3 Sekunden nach vom Guard entdeckt. Also, ja, ist schwierig. Da bin ich ehrlich, das wird ein Stück dauern. Wo möchten Sie hin? Hui. Ich meine, theoretisch kann ich ihn auch eintüten, aber das macht jetzt gar keinen Sinn. Ein Wachmann. Junge, dein PC wird jetzt mal ganz kurz gehackt. Hui. Ah, ganz entspannt. Ach, übrigens eine kleine gute Nachricht für die gerne bei mir Payday gucken, auch wenn er schon echt lange her ist, als ich das gemacht hatte. Ich werde jetzt alle Missionen von der Big Bank, das ist die Nummer 38, bis hin zum Ende im Tagestakt, außer ich bin dafür zu langsam, ja, versuchen durchzumachen. Das heißt, es wird jetzt täglich eine Folge kommen, bestenfalls natürlich. Kann natürlich immer sein, dass das nicht funktioniert. Natürlich ist ein verkackter Guard im Stehen, danke. Ja, die Kamera kannst du sonst wo hinschieben. Okay, hier komme ich never ever durch, oder? Nee, keine Chance. Das ist ja nervig alles hier. A Security Guard. Unguardia. Nein, nicht Time Lock. Keycard. Gott, mach keinen Mist. Wobei, doch muss ich, ne? Alles gut. Hi, Guard. Madame, oh, yo. Und sowas versorgte die Mission.
Kamera auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zivilist ist immer tödlich. Aber ich musste hier hingehen, weil hier passiert jetzt gleich eventuell etwas als nächste Aufgabe. Naja. Woher ich das nur weiß, ganz komische Sachen, du. Ja, außerdem müssen wir eh die Keycard noch holen, deswegen habe ich es auch hier hingelegt, weil, hier müssen wir eh hin, also ist das immer ganz praktisch. Nur sonst haben wir da noch Laser übrig. Rein theoretisch kannst du auf die Keycard auch verzichten und dann einfach hier ein Part der Laser da lassen. Du kannst auch so mit so durchkommen. Aber dann hast du halt diese Wahrscheinlichkeit, dass du verkacken kannst und eventuell, ne, man muss das ja nicht unbedingt provozieren. Deswegen lieber auf ganz normal sicher gehen und den entspannten Weg gehen. Una Kamera. Una Kamera. Ach da. Okay, weil wenn da zwei Zivilisten drin sind, rein... Wobei, es waren drei, ne? Da war doch auch noch einer. Rein theoretisch könnten wir da aber auch durchgehen. Müssen wir zwar nicht, weil hier eher oben die Tür ist, aber im Notfall. Wie? Das ist jetzt aber scheiße. Ja, Elevators on the Move heißt, dass da jetzt gleich aus dem Fahrstuhl zwei Leute rauskommen. Das war voll kacke. Ich hab keinen Bock auf so viele Guards. Scheiße. Ich dachte, die kommen nur, wenn man zu viele Gasse gekillt hat. Jo, bin dabei. We had a scheduling conflict. Major account holder turned up a day early. A big account from, Body. I hear ya. All right, no problem. Just try and keep us in the loop next time. Sure. Thanks for keeping us safe. Bye. Looks like we dodged that one. Mm-hmm. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, die Mission ist so eine kleine Hassliebe. Ich finde die tatsächlich ziemlich geil, aber in Stealth finde ich die teilweise sehr, sehr belastend. Weil es ist oft schon vorgekommen, dass du die Mission sehr weit spielst und dann ganz kurz in den letzten paar Sekunden oder bei irgendeinem Zwischenschritt eine Scheiße passiert ist. Und dadurch hast du dann halt einfach das Problem, dass du es, ja, naja, verlierst. Und das ist immer ein bisschen ärgerlich. Oh. Warte, wir machen mal ganz kurz etwas, weil das geht mir echt auf den Keks jetzt schon. Etwa? Nein, warte, wo war das? Options, Mod Options, Wohlfahrt Settings. Hat Info Options. Bufflist Options. Das war, glaube ich, ein Mastermind-Skill. Nee, ich bin doof. Das war natürlich ein Fugitive-Skill. Fugitive, wie auch immer. Oh Gott. Ey, ich finde es ja so krass, wie viele Sachen du hier einstellen kannst bei diesem Wohlfahrt, ne? War das Ghost? Das war Sixth Sense, Sense, ne? Ich glaube schon. Oder anziehen? Ach, ich glaube, keine Ahnung. Ja, das war richtig. Gott sei Dank. Weil das mich übelst nervig finde, dass da unten ununterbrochen durchtickert. Oh, das ist schlecht. Wie genau habt ihr euch das jetzt vorgestellt, wie ich das hätte machen sollen? Ja. Ganz ehrlich, das ist ja sowas von unfair, ne? Bin ich ehrlich. Also, dass das ja wirklich dann mit zwei NPCs in dem Raum drin ist. Was willst du denn da machen? Naja. Wenigstens muss ich zugeben, es sind also die Fehler. Da kann ich dann halt wenigstens nichts für. Ne? Ist es immer nur ein bisschen ärgerlich, wenn du halt verkackst, weil du verkackst, weiß ich mal. Aber wenn du verkackst, weil das Spiel halt scheiße war, ja, dann ist es halt nicht so schlimm. Naja, Keycards are always useful.
Ah, der Security Guard kann sich sonst wohin stellen. Das ist mir egal. Jetzt ist die Tür unten. Naja. Kann ja auch okay sein. Fangen wir so eine ganz hohe Frage. Einfach mal so aus Interesse. Wieso dürfen wir eigentlich jetzt hier rumlaufen, Keycard sammeln und alles, aber dürfen nicht mal eben ganz kurz hingehen und, naja, das Timelock quasi aktivieren, während wir safe sind? Das wäre doch viel klüger, oder nicht? Ich meine nur. Oder? Aber naja, letzten Endes müssen die es wissen. Hi. Guten Tag. Deswegen ist diese Mission auch im Duo oder halt mit mehr Leuten super easy tatsächlich. Weil dann kann halt jemand durchgehend halt logischerweise Spiere stehen, die immer sagen, wo die Guards sind, und dann hast du halt wirklich gar keine Probleme. Also wirklich ohne Scheiß. Im Duo oder im Trio ist das Spiel halt, also generell in fast allen Missionen, easy peasy. Aber in dieser Mission merkt man es nochmal extrem, wie simpel das wird. Das ist wirklich heftig. Also der Unterschied in dieser Mission hier mit und ohne Teammitglieder ist halt wirklich insane. Sag mal eine kleine Frage. Wo ist die Keycard? Boah, immer dieser komische Hausmeister, ne? Dass er jedes Mal seine Keycard überall rumliegen lässt, ne? Aber nie weiß wo. Ist halt so nervig. Kann er den nicht irgendwie an den festen Ort liegen lassen? Junge, schon mal was von Ordentlichkeit gehört? Ist ja unfassbar. Ich finde die halt legit nicht. Aber ich brauche die. Weil das mit den Lasern nämlich nicht in Kauf ist. Das wäre kritisch, du. Ja, genau. In der Küche, natürlich. Danke. Wo auch sonst, ne? Naja. Bitte lass den ersten sein. Bitte lass das richtig sein. Verdammt. Wirklich? Wirklich? Er sieht mich in seinem Rücken. Ja, das war halt die Ungeduld. Da wirst du dann bestraft für, ne? Da machst du nichts. Ich sag ja, da werdet ihr euch auf jeden Fall auf eine sehr, sehr lange Sache einstellen können. Ey, Kadamba. Ich werde auch versuchen, alles zu verlinken unten in den Zeitstempeln, aber holy shit. Aber dieses Timelock ist auch wirklich der schwerste Schritt. Wenn der ab, also hier fertig ist, du, dann ist der Rest zwar auch anstrengend, aber nicht so lackabhängig, weißt du, ich meine? Weil so hast du ja schon ein großes, also großes Lackpotenzial, was du brauchst. Da ist er. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist die Bank leicht am Laggen. Ob das jetzt irgendwie am Mod liegt oder ob das jetzt einfach, weil ich habe das jetzt neu installiert und seitdem ist es so. Das ist echt ein bisschen schade. Finde ich auch nicht gut. Drei Leute sind hier drin. Schweine. That's the server room. Get inside and get me connected. Ja, gleich. Okay. Please be advised. The following presentation is not intended for minors. I can do some mischief from here. Damn it. Looks like we need local access. Most likely one of the staff terminals. Figure out which one. Try them all if you have to. Leute, Leute, Leute. Mhm, stark. Okay, ich mache jetzt was richtig Dummes. Hat funktioniert. Oh Gott. Ruckelduckel. Er sieht mich. Das ist ein Guard! Das ist natürlich schade. Aber der Aufbau hat mir auch nicht gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die saßen alle an doofen Positionen, die Kamera unten war nicht gut. Also manchmal ist doch einfach der Aufbau falsch. Das hast du bei vielen Stealth-Missionen. Ist halt ein Standard. Da kannst du aber auch nichts gegen tun. Ist halt nur relativ teuer. Du zahlst halt immer irgendwie 160.000 für die ganzen Bonus-Sachen. Aber das ist auch wirklich so ein Heist. Ja, komm, halt mal bitte die Klappe, Ben. Aber das ist so eine Standardmission, würde ich sagen, wo du halt wirklich
viel, viel Glück benötigst. Also hier musst du aufpassen, weißt du, der Typ hier ist schon wieder scheiße, weil der hier am Eingang sitzt. Da fängt es ja schon wieder an, weißt du? Das ist immer so diese Mischung aus Glück, Glück, Glück und die kleine Prise Skill. Ganz ehrlich, also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber wenn du hier halt Pech hast, kannst du die gar nicht selbst schaffen. Okay. Now enjoy the show. Zack. Kleinen Jammer. Das ist ja komisch, wie kann das noch nicht funktionieren? Gott, ich meine, gefühlt hast du hier richtig viele Schleichwege, wenn man ganz ehrlich ist. Aber leider halt auch irgendwie nicht. Ich komme da nicht dran, wie ärgerlich. Da auch nicht. Da komme ich dran. Okay, naja. Und das ist übrigens auch so ein geiler Punkt. Die Kunden setzen sich hier teilweise hin. Die laufen also auch wirklich hier durch. Boah, ja, weiß ich. Oh, das meine ich. Ist hier auch ein PC? Ja. Also hier wäre es richtig edel tatsächlich, finde ich. Wenn du alle Guards durchgehend markiert hättest. Durch irgendeinen Spotter oder so ein Scheiß. Dass da oben irgendwie ein Spotter sitzt und der markiert uns alle Guards die ganze Zeit oder sowas. Du kannst zwar hier Spy-Kameras hinsetzen, eine kannst in die Küche setzen, aber... Die Punkte brauchte ich leider für was anderes. Okay, das hätte auch in die Hose gehen können. Ja, wie stellt ich das jetzt vor, Leute? Kann ich deinen PC hacken? Ist mir egal. Mann, Leute. Das macht's auch alles hier nicht besser. Oh, Junge, Junge, Junge. Na komm. Lass einfach den richtigen sein. Ja, habe ich erwartet. Wie soll ich denn da dran kommen? Jetzt mal ernst, wie soll ich da realistisch hinkommen? Doch, das ist doch doof. Oh ja, geil. Ja, das ist super. Hallo. Ich bin nur ein Bankräuber. Sie können weitergehen. Ich habe jetzt wirklich... Ist gar kein Problem. What the fuck? Oh, er sieht mich ja. Jung, mach nicht den. Ich mach den PC. Ich komme da nicht dran. Das kannst du vergessen. Ich weiß nicht wie. Vielleicht von hier? Ist das dumm? Einfach so durch den Bildschirm durchgehackt. Bisschen rumtippen, während er dann dran sitzt. Man kennt's. Genau. Klar. Boah, Leute, ihr macht mich aber echt fertig, du. Security Guard. So. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür die Schlüssel waren. Ach
ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Die hab ich voll vergessen. Ah, oh, Wrong Terminal, Mann. Du gehst mir auf den Sack, Mann. Das war so schon stressig genug, da überhaupt hinzukommen. Ach, Mann, oh Mann. Boah, ich bin so froh, wenn wir diese Mission fertig haben. Weil hier nach kommen erstmal so zwei, drei richtig geile Missionen. So, das hätten wir schon mal. Hallo, die Herrschaften. Oh. Hier sitzen an beiden PCs jemand und an dem Bedings da. Ja, genau. Boah, Leute. Ist doch nur nicht stressig oder so. Nee, nee. Ach Mann, und dann kommt die hier reingelaufen. Naja, was willst du machen? Boah, können wir nicht eine andere Mission spielen? Ach Mann. In Laut ist die auch geil, du. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich meine, es ist super, super nice, wenn du die in Stealth schaffst. Aber irgendwie ist es dann nicht so ein Gefühl von, ich hab's geschafft, weil ich gut bin, sondern ich hab's geschafft, weil ich halt nicht Pech hatte. Ich wurde da übrigens auch ein bisschen getrollt, weil die hatten mich als, ich wurde entdeckt gezeigt, aber dabei war ich noch gar nicht entdeckt. Erst als ich mich dann nochmal entdecken lassen habe, das war eigentlich ein bisschen frech. Tja, ja. Mal wieder keiner die Keycard hier am liegen, danke. Hallo? Hola, Security Guard. Das Gute ist, der hier ist der Schlüsselkasten, der ist mich wichtig. Oh! Security Guard. Also wirklich sehr unhöflich, hier einfach entgegenzulaufen. Oh. Hi, James. Meins. Guten Tag. Klar, ich gehe da mal eben ganz kurz rein, hast du recht. Während dann Guard vor meinem Gesicht steht. Was ist das eigentlich für eine Bank, Mann? Hier sind drei Security Guards am Dauerpatrouillieren. Heftig, oder? Krass. Vor allem, es kommt jetzt ja bald der dritte Teil raus von Payday, nach über 10 Jahren. Ich freue mich ja schon wirklich richtig heftig drauf. Das wird sowas von geil viel auf meinem Kanal kommen, ich schwör's euch. Ja. Oh, es war der falsche Dingens. Das ist jetzt ja ganz komisch. Wie kann das nur passieren? Okay, ich sehe keinen wirklich in der Nähe. Da ist schon eine Kamera. Wenigstens haben wir jetzt hier so einen kleinen Sicherheitsraum für uns. Eigentlich auch ein bisschen ironisch, ne? Die Tür steht offen, das interessiert keinen. Aber wenn das Timelock aktiviert wird, das interessiert jeden. Mhm. Oh! Oh! Ich bin überrascht. Junge, jetzt entspann dich mal. Holy shit, man übertreibt ja. Die Frage ist, wie viel sind in der Küche gewesen? Ich bleib mal ganz kurz hier stehen. Weil wenn das Telefon klingelt, muss ich da hingehen. Das wird echt stressig. Und er geht genau in die Ecke. Das ist ja super ungünstig. Ey, nicht da stehen dann bitte. Geh einfach weiter. Fuck. Das kannst du vergessen. Das ist gelogen, stimmt nicht. Das war keine Detection. Manchmal wirst du da ein bisschen verarscht vom Spiel. Das war nicht so schlimm. Okay.
vor allem, als die gerade beide hier drin waren, hätten wir uns nicht einfach unter den Schreibtisch verstecken können? Das wäre unser Profi-Tipp gewesen, ey. Oh. Gib ein Ei und Dad. Junge, ich hab ein Auge überall hin, aber das ist voll krass schwer, weißt du. Ich hatte jetzt wenigstens echt Glück gehabt mit dem Time-Dingens. Ach, das ist ein Kack-Civilian, der da rauskommt. Was ist mit dir denn los? Ey, mach einen Abgang, Junge. Ja, bin dabei. Jen over at GenSec here. So, we detected an unscheduled activation of the time lock there. Everything okay? Is that a fact? Let me just, I see it. The calendar is messed up. Everything is fine. Gonna take a while to sort this, so maybe just ignore any alerts from here today. I see. Sure, that happens. Okay, just try to call us beforehand next time. Of course. Thanks for being understanding. Take care. Da ist doch einfach ein Garten mit dazugekommen. Kannst du nicht machen? Was ist das jetzt für eine Frechheit? Da kommt einfach ein Garten von meiner Nase rausgelaufen. Hä? Oh, Leute. Ihr macht mich irre. Jetzt mach bitte einfach auf. Oh. Kann ich bitte speichern? Security Guard. Junge, Junge. Das Gute ist, da unten ist einer am Kotzen, weil den haben wir dazu gebracht. Das heißt, wenn hier hinten 5 Guards sind, haben wir trotzdem noch eine Menge hier. Un guardia. Security Guard. Ach, das ist der ganz hinten. Er ist ja natürlich doof gelaufen. Security Guard. Ist der hier? Ich dachte schon gerade ganz kurz, der ist hier stuck. Also fest positioniert, meine ich halt. Gott. Und hier hinten ist witzigerweise, da du hier keine Zivilisten hast, deutlich entspannter, ist aber trotzdem halt sehr voll. Secured. When it comes to sourcing things like thumps, I operate a don't ask, don't tell policy. Now get to the security consoles. If you'd like to make a call, Gott, Junge. Zu meinem extremen Glück lag der absolut... Das ist doch scheiße. Da kann ich ihn nicht hinlegen, der wird wieder schräg gesehen, ne? Hm. 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 Das ist jetzt doof. Aber das war wichtig, dass wir den weg haben, weil ohne Kameras ist das Ganze schon 10-mal entspannter, weil du hast hier so viele Kameras auf dieser Karte. Das ist insane. Hm. Ja, es ist beides doof. Security Guard. Ich muss den, glaube ich, mitnehmen, die Tüte. Das ist natürlich ein bisschen scheiße, aber ist egal. Naja, was willst du machen, ne? Eieieiei. Ist auf jeden Fall spannend, die Mission. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich bin auf jeden Fall durchgehend angespannt hier. Ungarthia. Ein Guard. So, Knöpfchen Nummer 1. Guten Tag. Okay, ist das so ein kleiner Mini-Safe-Room? Falls er hier rumkommen sollte. Tut er aber gerade nicht. Okay, wir haben hier übrigens jetzt 4 Guards. Wahrscheinlich sind es auch nur 4, nicht 5.
Vier sind vorne und einer war im Kameraraum, denke ich mal. Und das ist jetzt einer der beschissensten. Security Guard. Scheiße, Junge. Geh doch weg. Dich hat doch keiner gefragt, dass du hier langkommen sollst. Oh, nicht schießen. Das ist mich jetzt der schwierigste Schritt, finde ich. Das ist von allen, von dem gesamten Spiel, der schwierigste, also von dieser Gesamtmission hier, der schwierigste Schritt. Diesen Schritt habe ich schon so oft verkackt und so oft habe ich mich darüber geärgert, weil das ist halt wirklich das, was es dir komplett versaut. Mit diesem Schritt bist du am Arsch. Weil du musst jetzt zurück zum Büro und nur das Ding aktivieren. Mehr nicht. Und das ist scheiße. Ja, du bleibst eh stehen. Ich dachte es mir schon. Ja, war klar. Und das machen wir für 11 Taschen und 4 Gold, Mann. Das ist ja so bitter. Irgendwie lohnt sich die Mission halt auch einfach nicht so richtig für das, was es am Aufwand ist für die Stealth-Mission. In Loud ist die ziemlich cool, weil da hast du noch so einen richtig großen, fetten Einsatzplan. Das kann man euch auch mal vielleicht irgendwann mal zeigen, weil wahrscheinlich eher weniger, weil ich noch genug Missionen vor mir habe. Aber würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das mal zu machen, weil der ist mich echt nice. Bleibst jetzt da stehen, kämpfst? Hast du ein Zelt dabei? Jetzt komm, mach dich weg da. Hier müssen Leute arbeiten, vielleicht zu dir. Danke. Kommst du da hier hin? Ja, mach halt. Hauptsache, du gehst jetzt hier weg. Wirklich? Dein Ernst? Ich warte noch ganz kurz, nicht, dass er so einen kleinen 360 hinlegt und mich dann in der Drehung sieht oder so ein Scheiß. Wer weiß. Okay, wenn da drei Guards sind, einer ist hier unten. Dann ist da der letzte. Natürlich ist der genau vor mir, Mann. Als ob ich da so ein Pech hab, Mann. Er kommt hier vorbei. Ja, vier laufen hier rum, drei laufen vorne rum und einer ist so unten am Kuchen. Nee, warte, wie ist das hier auf? Vier sind hier. Einer frisst da Kuchen, sind fünf, plus Kameramann. Dann sind vorne nur zwei Guards gewesen. Die zwei Guards haben mich so auf Trab gehalten. Das ist ja total belastend. Ich muss die Leiche loswerden, aber ich weiß noch nicht wie. Ich komme hier nirgendwo durch mit der Leiche zusammen, das kannst du vergessen. Ich musste hier ablegen, aber kann man die hier sehen? Also ich bin der Meinung, dass die hier drin nicht zu sehen ist. Das wäre ziemlich asozial vom Spiel, wenn die das machen würden, bin ich ehrlich. Deswegen lassen wir die jetzt da liegen und hoffen aufs Beste. Genau! Als ob ich es gewusst hätte, du Assi. So, wie gehen wir jetzt am besten zu diesem Raum dahin? Kameras sind theoretischerweise aus. Ich würde hier links lang gehen, die Treppe hochgehen, dann einmal quer rüberlaufen. Das wäre meine beste Option. Da ist ein Guard. Der natürlich jetzt wahrscheinlich hier in die Ecke reingeht und da chillen wird. Ist ja klar. Ja, hab nichts anderes erwartet von dir. Danke. Was auch sonst? Ich schwör's euch, das ist der nervenaufreibendste Schritt von allen. Diesen Schritt, den finde ich so heftig. Du hast zwar nur jetzt drei Guards hier vorne, aber das ist insane. Warum steht die denn jetzt da? Geh doch weg. Na super. Danke.
kam die denn jetzt her? Alter, wo kommt das denn jetzt her? Boah, ich fange schon wieder an, richtig hier rum zu swaggen. Oh, Leute. Ah, war so klar, dass du noch hier stehst. Du kleiner Assi-Tusser. Komm, verpiss dich. Komm, mach einen Abgang, Mädel. Mach Feierabend. Kommt, Leute, es ist 17 Uhr, geht weg. Jetzt kommt der Nächste hier angeschissen. Okay, der geht aber nach rechts. Das ist gut. Ein Guard steht hier rechts, einer geht runter. Einen gibt's noch. Und ich hoffe, der steht da irgendwo hinten, unten oder so ein Scheiß. Boy, du bist so ein Dreckschwein. Hui! Alter, ich schwör's, ich kann danach ein Tuch neben meine Maus abwischen, Alter. Oh. Da kommt da plötzlich noch so ein Keck an der Treppe vorbeigelaufen. Habt ihr den gesehen? Was war das denn für eine Aktion? Ich wäre gut, ich würde auch ein bisschen Schiss kriegen, wenn da plötzlich jemand mit so einer komischen SMG vorbeiläuft mit Schalldämpfer, Handschuhen, Anzug, Maske und allem. Weiß nicht, guck mal, wie wir aus. Wir haben so eine komische Fuchsmaske auf, haben einen richtig geilen weißen Anzug, den man natürlich jetzt nicht sehen kann, weil wir haben keinen Körper so gesehen. Ein Wachmann. Aber ich kann das schon verstehen, da hätte ich auch Schiss. Boah, die absolut gefährliche Ebene ist endlich zu Ende. Aber jetzt haben wir trotzdem natürlich noch ein Problem, ist klar. Weil noch ist hier nichts geschafft. Wir müssen hier noch 10.000 Mal an den ganzen Leuten vorbeilaufen. Das wird also alles noch stressig bleiben. Guard. Wachmann. Ganz kurz die Sicherungsposition einnehmen. Eben die Kameras checken. Wir haben hier einen, zwei, drei, vier. Das sind die vier, okay. Das heißt, wenn der weg ist, dann haben wir es auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen entspannter. Boah, ich schwör's euch, diese Mission, ne? Wenn die fertig ist, du, die wird nie wieder angepackt. Und wenn nur in laut. Die mache ich nicht mehr, Stealth. Das reicht jetzt auch. Ich habe die jetzt in mein Leben wie oft abgeschlossen? Ich weiß es gar nicht. Steht das irgendwo hier? Auf jeden Fall noch nie auf dem Schwierigkeitsgrad. Auf Death Sentence habe ich es noch nie versucht. Natürlich ist jetzt hier noch ein Wachmann. Ich meine, rein potenziell können wir hier noch drei Leute umbringen. Aber es gibt auch noch, ich weiß nicht, ob das bei drei oder bei zwei war, dann kommt hier noch Verstärkung angedackelt, dann hast du zwei noch, also zwei Guards mehr. Das heißt, im Endeffekt können wir nur einen einzigen noch loswerden. Dann ist Ende. Das ist richtig beschissen. Security Guard. So, hier ist übrigens ein Finger dran, für die, die es nicht gesehen haben. Sieht ganz cool aus eigentlich. Das ist jetzt auch interessant, weißt du? Interessiert kein Schwein, aber wir machen hier mal eben ganz kurz den Vault ganz weit auf. Stört keinen, juckt nicht. Nur so ganz entspannt, riesig groß und voll laut. Öffnet sich der einzige dicke, fette Vault, den die hinten haben. Juckt keinen einzigen von denen. Ist halt nicht deren Job, wa? Weißt du, auch so ein riesen Laser, der die ganze Zeit durch das ganze Gebäude schwirrt? Scheißegal. Oh, der hüpft durch den Türrahmen durch. Nice. Okay, ich sehe keinen. Hast du es dann endlich mal? Junge, was für ein Tresor, Mann. Aber der war schon cool damals beim ersten Mal, bin ich ganz ehrlich. Das war schon ein echt edles Ding, dem zum ersten Mal zu sehen. Boy, ich werde jetzt bestimmt nicht hier drillen. Ich habe einen Key. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Du kannst verkacken. Ja. Du musst jetzt mich immer wieder neu versuchen, den hier aufzukeyen. Macht's richtig Sinn, ich weiß. Aber erstmal alle Schlüssel durchprobieren. Ich meine, eigentlich macht's wirklich Sinn, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn wir so einen ganzen Schlüssel laufen, erstmal alle durchprobieren. Zack. Oh, wir haben's geschafft, Junge. Wir haben den ersten. Also, no, geschafft noch lange nicht, aber wir haben den ersten zumindest offen. Oh nee, die habe ich vergessen. Ach nee. Okay.
Wir haben eine Menge Zeug, wir müssen erstmal die ganzen Dinger picken. Also es kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. Aber so ist es halt. Gibt Geld. Nehmen wir also mit. Oh, Geld. Danke. Okay, wir können hier nicht gesehen werden, das ist gut. Junge, Junge. Was für ein Stress, Mann. Hey, diese Mission, ich schwör's euch, da geht einem jedes Mal komplett einfach nur das Herz. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ist schon übel. So, das ganze Loose Cash müssen wir alles mitnehmen hier. Alles ist was wert. Jedes einzelne Ding. Hier gibt es, glaube ich, auch keine Nieten in den Dingern, glaube ich. Vielleicht irgendwie einzelne Easter Eggs, aber ich glaube, Nieten gibt es nicht. Oder? Oder gab es die Nieten? Ach, keine Ahnung. Selbst wenn, ist auch nicht so schlimm. Und auch hier gilt übrigens, ne, wenn man mit mehreren Leuten wäre, könnte einer die Säge mitnehmen und ganz entspannt hier mit dem Anzug bis hinten hindurchlaufen und sich hier die Maske anziehen, damit der Säge rumhantieren. Das wäre auch nochmal sehr hilfreich tatsächlich. Aber wie gesagt, das habe ich nicht. Ich muss da ein bisschen alleine gucken, wo ich bleibe. Bane hat mir leider keine Unterstützung zugesagt, kleiner frecher Hund. Wir sind aber auch ein Profi. Wir können ja entspannt reinsneaken, wir können die ganzen Sachen machen. Wir sind schon richtige Experte eigentlich. Können jedes Schloss knacken, wissen immer, was alles ist so. Können alles hacken. Wir sind ein absoluter Pro in jedem Fachgebiet. Ah, es tut so gut, einfach diese Dinger zu locken. Lockpicken, wie auch immer. Jedes Mal 10.000 Dollar, die oben drauf gehen. Was ein bisschen witzig ist, weil allein durch Loose Cash haben wir jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, wie viele 100.000 weggebraten. Nur um die ganzen Assets zu bezahlen, also die ganzen Vorteile zu bezahlen. Hoppala, das wollte ich gar nicht einsammeln. Wobei, war vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Seht ihr mich ja eigentlich? Ja, ne, so ein bisschen. Ja. Geht aber. Eieiei. Dum-dum-dum-dum-dum. Fast gepackt. Kann man nicht irgendwie so speichern und dann einfach wieder laden oder so? Das wäre richtig hilfreich. Das wäre schon ziemlich cool, bin ich ehrlich. Aber alles eingetötet? Ja, ne? Okay, wir hatten 11 Stück. Hier waren 3, da waren 5. Also haben wir 19 Taschen. Weil einer war mit... Ah ja, steht ja auch oben rechts, lol. Sorry. Also haben wir jetzt 19 Geldtaschen. Und 4-mal Gold. Und hier ist kein Schließfach mehr, ne? Nee. Gut, 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 gut. So, und jetzt kommt mich der ekelhafteste Part von allen. Und zwar müssen wir hier raus. Hier wären jetzt eigentlich Minen absolut Premium. Security Guard. Dann hätten wir mich einfach ganz entspannt alles immer hier abdecken können und wüssten genau, wo die langlaufen. Die habe ich aber leider nicht. Und deswegen müssen wir jetzt hier 20 Mal vorbeilaufen und immer hoffen, dass wir halt nicht entdeckt werden. Wirklich? Ach, Kumpel. Oh, wie unnötig. Er kommt natürlich hier hoch, war ja klar. Natürlich macht er das.
Und hier runter können wir nicht, weil da ein Guard steht, der kotzt. Die habe ich mir selber dahin gebaut. War schon smart, bin ich ehrlich. Aber der geht jetzt nicht ganz hier durch, der geht jetzt nach rechts weg. Feiner Mann. Außer macht jetzt eine Kehrtwende, das wäre natürlich ein bisschen asozial. Tut aber nicht. Das ist gut für mich. Okay. Oh shit, boy. Ah, scheiße. Remember, you've reached is not in service. Please check the number and dial again. Thank you. Der Alarm? Ach nö. Wirklich? Ach komm, wirklich? Weil ich kurz mal versuchen wollte, einen zweiten Weg zu machen. Ach. Ja, aber ganz ehrlich, ich würde es jetzt nicht nochmal versuchen. Wenn ich jetzt halt fehlschicklich sterbe, dann lassen wir es einfach so stehen. Wäre zwar ärgerlich, aber ihr habt es ja selber gesehen, es ist halt ein Auftrag, der ist halt absolut belastend, den mehrmals zu machen. Bin ich ehrlich. Das war halt schade, dass jetzt genau in dem Raum natürlich auch den zwei Guards waren. Aber meine doofe Frage, wieso war da jetzt eigentlich direkt Alarm? Aber weißt du was? Lass abhauen. Scheiß auf das Geld, ganz ehrlich, wir können hier in Death Sentence niemals rausgehen. Die sind sogar jetzt schon da. Leute! Oh mein Gott, die lassen sich aber noch voll Zeit. Oh mein Gott. Leute? Leute, bitte. Die bleiben oben. Okay. Was, ich bin gestorben? Wie bin ich denn jetzt instant gestorben? Ja, geil. Na, was für eine tolle Mission, du. Ach Mann, das ist doch jetzt ärgerlich. Scheißegal. Scheißegal. Ah, Gott, Junge, Junge. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass genau durch diese, weißt du, von 5 Guards waren einfach 2 direkt vor Ort, einer davor im Kotzen und der andere ist um die Treppe gelaufen. Also es war auch wirklich quasi gefühlt, die gesamten Guards im selben Raum gerade zur selben Zeit standen. War halt ein bisschen ärgerlich. Aber ganz ehrlich, das dafür jetzt nochmal neu zu starten, nee. Auf keinen Fall. Ich würde sagen, weil wir jetzt einfach nur die Taschen wegbringen müssen. Das wäre dann safe gewesen, ihr habt alles gesehen. Das reicht mir. Haben wir abgeschlossen, passt. So gesehen haben wir den Auftrag sogar in Death Sentence laut abgeschlossen. Das ist auch eine Leistung, bin ich ehrlich. Muss man mal so sehen. Holy shit, Mann. Komplett krank. Ja, Wahnsinn. The Seer. Holy Macaroni. Aber ich bin froh, dass die weg ist. Weil die fand ich schon echt schwierig. Steam Items, danke. Aber auch geil, wir gehen da so in die Bank rein. Unauffälligkeit.
ist was ganz anderes. Aber hey. Gut, beim nächsten Mal kommen da wenigstens ein paar interessantere Missionen, sag ich mal, so für mich zumindest, weil die hier ist schon einfach nur nervenaufreibend und uch. Und zwar reden wir dann von Hotline Miami und Hoxton Breakout. Das wird dann zweimal laut gespielt und danach geht's wieder weiter mit drei schwierigen Stealth-Missionen direkt hintereinander. Also, ja, viel Spaß dann, ne? Ciao.